You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. You fooled me with your kisses. You cheated and you see. Heaven knows how to lie to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. You're a devil in the sky. Oh, yes, you are. Devil in the sky. I thought that I was in heaven, but I was so surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. You're the devil in the sky. Oh yes, you are. Devil in the sky. But I got one. You're the devil in disguise. Oh yes, you are. 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 Ja, man sagt's. Naja, okay. Man hat einfach ein Auto und dann macht man Understatement, denke ich mal. Aber hier sehr, einer wunderschönen, wunderschönen Ausführung in sehr, sehr expliziter Lackierung, dann Schiebedach, was auch sehr selten ist. Also ein wirklich tolles Auto, Leder, Polsterung in Rot, innen drin, Chrom, Felgen. Einfach immer wieder ein tolles Auto zu sehen. Also prima, schönen Dank für den Leisten 50C. Von 1964, 65, 64. Prima. Herzlichen Dank. Ja, auch hier jemand, der aus Essen nicht wegzudenken ist, weil er eben nicht nur zu Hause ist, sondern weil er hier auch die Essener Unterer Szene aufgebaut hat, zumindest für seine Marke. Denn er ist der Markenchef von Borgward, Hartmut Logus aus Essen mit seiner wunderschönen Borgward Isabella Cabriolet, ganz, ganz selten. Die häufigsten waren die Isabellas Limousinen, dann gab es die Isabella Coupé, hier aber Isabella Cabriolet, hatte der Hartmut Logus auch schon seit vielen Jahren einen 1,5 Liter Motor drin mit 75 PS, oben liegen Nockenwelle, technischer Leckerbissen. Borgward damals, ja, ihr wisst das alle, war ein berühmter Karossier und auch berühmter Techniker, der leider sich mit seinem großen Werk in Bremen nicht mehr halten konnte, aus verschiedenen Gründen, führte zu weit, aber die Autos waren einfach großartig. Hartmut, schönen Dank für den wunderschönen Borgward Isabella Cabriolet. Toll. Hier einfach ein Traum von einem Auto, ein XK140 Drop, Drophead Coupé. Also Drophead Coupé ist kein Coupé, sondern man konnte das Ding zurückklappen. Drophead Coupé, DHC. Genau, ein wunderschönes Auto in einer originalen englischen Ausführung. British Racing Green, Chromspeichenfelgen. Der berühmte XK 140, der Nachfolger von 120er, aber auch in dieser eleganten Karosserieführung ganz, ganz wunderschön. Also ein traumhaft schönes Auto in einer
tollen Ausstattung, also immer wieder für mich ein Begeisterungssturm, man sehen kann, was man aus so einem Auto dann letztendlich für eine Ausstattung machen kann. Innen drin mit der Holz, mit der Wurzelnussausstattung. Selbst die Verdeckstreben sind mit Wurzelnussholz, also einfach ein Auto, in das man sich verlieben kann. Prima. So. Ja. Auch hier wiederum ein wunderschöner Rolls-Royce. Eigentlich war ein anderes Auto angekündigt. Der Mercedes, der ist ja zu Hause geblieben. Ja. Hm. Oh. Naja, okay. Ja, ja, okay. Also es war ein anderes Auto gemeldet unter der Startnummer. Hier aber jetzt ein wunderschöner, großer Rolls-Royce Cabriolet. Tolles Auto. Und als Ersatz für einen Mercedes, der leider jetzt heute nicht zum Start gekommen ist, darüber war hier trotzdem ein Auto, das man auch gar nicht satt sehen kann, weil er so elegant und schick aussieht. Also prima, schönen Dank, weiter geht's. Ja, jetzt kommt noch eine ganze Stall voll weiteren Autos. Ja, Ja, Herr Dr. Philipp mit Ihrem wunderschönen 190er Mercedes ist ein wirklich sehr original, 200er sogar, aber trotzdem hat er die Originalausstattung innen drin.